Hey ho und willkommen zurück zu unserem Let's Play Transport Fever hier in Mesa. Und ja, ihr seht unser Problem schon. Unsere Mesa-Bahn hat eine zu geringe Kapazität in einem Zug. Passen 70 Leute und die fahren auch immer mit. Das ist zwar an sich, was die Rentabilität angeht, ganz gut, aber an sich könnten da auch locker mehr Leute mitfahren, wenn wir nur die Kapazität dafür anbieten würden. Viel schnellere Züge gibt es jetzt noch nicht, von dem her würde ich mal vorschlagen, dass wir auf der Strecke, also die Strecke einfach weiter zweigleisig ausbauen und dann auch einen dritten Zug auf die Strecke draufjagen, der das Ganze dann etwas entschärfen sollte. So, dann brauchen wir natürlich hier unten noch ein weiteres Gleis. Da gehen wir wahrscheinlich am besten unten rum weiter. Ja, das führt wegen dem Signal zu einer Kollision. Dann müssen wir das Signal halt mal kurz abreißen oder verlegen. Ja, komm. So. Ab's, dann verlege ich hier gerade mal 9 Gleise. So setzen wir dann Signal hin, damit die Züge weiterfahren können, während wir bauen. Und solange natürlich auch wieder Geld für uns reinspielen. Keine Frage. Ist natürlich auch wichtig. So, dann hier um die Kurve. Und dann, ja, ein zweites Gleis werden wir hier noch nicht brauchen und wir werden es auch gar nicht mehr aufrüsten können. Das hier ist ja eh eigentlich erst ein provisorischer Bahnhof. Zumindest ist er als solcher geplant. Dass man da dann vermutlich hier im Norden der Stadt. Ja. Oh, und wir kriegen eine Postkutsche. Okay. Ja, eben, dass man hier im Norden der Stadt dann vermutlich den großen Bahnhof hinlegen. Oder hier so westlich davon. Beziehungsweise eigentlich ist von der ursprünglichen Ausrichtung. Ja. Hier im Westen im Prinzip. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Dann, die Gleise stehen soweit. Brauch mal etwa hier nochmal ein Signal für die Richtung. Und dann passt das Ganze. Dann können wir uns einen neuen Zug kaufen. Beziehungsweise, ja, neuer Zug ist gut. Es ist noch das alte Modell. Oder wir rüsten halt direkt auf die schnellen Züge auf. Der erste Zug hat eh gerade das Lebensalter erreicht. Wisst ihr was? Wir holen uns jetzt hier die gute Lok, die Baldwin Klasse 56. Mit den Personenwagen. Ich hoffe mal, dass es sich rentiert. Ich hoffe es. Dann stelle ich hier mal auf Fahrzeugersatz. Da brauchen wir einmal eine Baldwin. Mit den Dingern. Wie viele? Da müssten jetzt schon mal 80 Passagiere reingehen. Ja, ein Wagen mehr können wir noch. Oh, der wird teuer. Der wird richtig teuer. Okay. Aber es hilft nicht, wir brauchen ihn, um hier unsere Fahrzeuge zu ersetzen. Naja. Vielleicht kriegen wir ja das Geld zusammen, bis der drüben ist. Ich hoffe es mal.
Ja, wie sieht eigentlich die Rentabilität von der Strecke hier gerade aus? 5 Minuten, 1,3 Millionen. Ja, da ist mehr Potenzial. Da ist mehr Potenzial. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch hier drüben noch irgendwie drum kümmern, die ganzen Passagiere, die hier warten, weiter weg zu transportieren. Denn das ist mir momentan echt ein bisschen zu viel. Da müssen wir irgendwas am Linienkonzept machen. Noch eine dritte Linie einführen oder so, denn viel bessere Fahrzeuge gibt es noch nicht. Oder zumindest sind die noch nicht gut genug, um da eine wirkliche Entlastung schaffen zu können. Das heißt, wir werden eine neue Linie bauen. Hier drinnen. Drüben. Einmal. Die wird dann vermutlich hier am Hafen so ein bisschen eine Schleife fahren. Da werde ich dann auch die 1 oder die 2 in der Gegenrichtung die Schleife fahren lassen. Ich glaube, in dem Fall vereinfache ich die 2 dann, also dass ich die 2 umbaue, dass die hier durchfährt, direkt, und nicht in der Gegenrichtung im Prinzip fahren muss. Und die 3 lasse ich dann hier oben rumfahren. Nach hier hin. Okay. Sehr schön. Dann halte ich die Zeit gerade mal an, um hier die Linienanpassung vorzunehmen. Die Linie 2 wird. Da entfallen die Stationen 2 bis 5. Und stattdessen hält er dann hier und hier. Und in der Gegenrichtung entfallen die Stationen 6 bis 9, das heißt, die müssen wir auch entfernen. Stattdessen hält er nach der 5 hier und hier. Okay. Und dann ändern wir das da hinten auch noch. Entfernen Haltestelle Nummer 10. Und lassen ihn stattdessen hier oben rumfahren. Okay, der macht jetzt irgendwie nicht das, was ich gehofft habe, dass er macht. Ich entferne die 10 auch gerade nochmal. Lassen dann so hier rum. Ja, so wollte ich das. Okay. Dann macht er schon mal das, was er soll. Und dann braucht man noch eine neue Linie, die Linie 3. Die dann so rum hier lang fährt. Und das jetzt nicht mehr von der 2 bediente Gebiet mitnimmt. Okay. Der fährt jetzt aus irgendeinem Grund oben rum. Was er eigentlich nicht soll. Ich füge hier unten jetzt einfach nochmal eine Haltestelle ein. Nach der 16 fährt er dann über die Haltestelle. Und dann sollte das, glaube ich, klar sein. Gleichzeitig füge ich die Haltestelle noch bei der 2 ein. Und die 1 fährt dann im Prinzip als Express an dieser Haltestelle durch. Ja. Okay. Moment, wie fährt er jetzt? Nach der 11 kann er doch dann dem bisschen 12 halten, oder? Ja, geht. Okay. Sehr schön. Er versteht mich. Dann braucht diese Linie auch noch einen Namen, nämlich 3. Und dann braucht diese Linie noch Fahrzeuge. Und da könnten wir. Nee, wir nehmen noch die Postkutschen. Die wir dann auf die Linie noch draufpacken.
So, das passt jetzt auch auf der vom Takt. Dann können wir das Ganze starten. Und ihr seht, der erste Zug hat sich vermutlich ausgetauscht. Ja, da ist er. Die Baldwin. Nicht so schnell. Was für ein Prachtstück hier. Mit 60 km/h dampft sie durch die Landschaft. Boah. Und ist voll beladen. Genauso wie ich das möchte. Gut, jetzt haben wir momentan erstmal ein bisschen wenig Geld durch die Aktualisierung. Ja, ich hoffe mal, dass der andere Zug dann auch demnächst aktualisiert wird, denn sonst wird es zu einem enormen Ungleichgewicht kommen. Vom Takt her. Ihr seht, der ist jetzt schon hier, während der gerade noch hier rumdümpelt. Die Balduin ist halt deutlich schneller. Das heißt, wir müssen diesen Zug hier demnächst auch mal durch eine Balduin ersetzen, damit die sich nicht ständig hin und hinterher fahren. Das wollen wir ja nicht, denn dadurch gehen Umsätze von uns verloren. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir möglichst schnell zu genug Geld, um das hinzukriegen? Ich würde sagen, einfach warten, oder? Was ich allerdings an der Stelle auch gerne noch machen würde, oder zumindest mal nachschauen würde, wie sieht es denn hier von Passagieren aus? Ja, es geht. So 4/5 voll. Ja, gut. Das passt ja so an sich. Okay. Das heißt, hier muss man nicht nochmal Geld investieren, um ein neues Schiff zu kaufen. Wie sieht hier hinten aus? Da wird mir noch zu wenig abgeholt. Das ist hier die Linie Getreide, Lebensmittel, M. Da könnten wir mal neue Fahrzeuge drauf stricken. Eventuell auch gleich die American Horse Cards. Komm, das mach mal. Dass wir die mal aktualisieren. Als Farbe nehmen wir hier einfach mal blau, weil wir es können. Und dann Speed aktualisieren wir die mal. Und Geschwindigkeit können wir auch mal wieder auf schnell laufen lassen. Ja. So, die ersten hat es jetzt auch schon aktualisiert. Der Vorteil von den anderen Fahrzeugen ist halt, sie können mehr mitnehmen und sie sind auch noch schneller unterwegs. Und das sollte hier unsere Produktion nochmal deutlich ankurbeln. Ihr seht auch, die Linie macht Plus. Und dieses Plus, das wird sich noch deutlich erhöhen, wenn hier dann endlich mal mehr transportiert werden kann. Das gleiche gilt hier für die Schiffe und für die Abtransportlinien. Deutlich erhöht werden kann. Ja, jetzt kommt natürlich die Meldung, hat die Lebensdauer erreicht, weil ich hier nur auf 25% geschaltet habe. Das dauert halt. Die Fahrzeuge müssen halt zum Fahrzeugersatz hier in die Station fahren. Aber es sind jetzt auch nur noch zwei Fahrzeuge, die nicht aktualisiert wurden. Eins, ja, und das fährt jetzt gerade hier rein. So, dann können wir wieder auf 100% schalten. Dann werden die aktualisiert. Sollte hier jetzt auch schon mal etwas mehr Getreide abtransportiert werden. Und ich hoffe mal, dass der hier auch demnächst die Produktion vergrößert und dann eventuell auch mal eine Vergrößerung plant. Wie ihr seht, momentan ist die Obergrenze bei 100, die haben wir fast erreicht. Oh, volle Abdenkung, eine Linienbenutzung von 80%, das ist ja mal was. Wo haben wir das? South Creek. Hier in Mesa. Das ist ja mal cool. Oh je. Und hier ist
absolutes Chaos an der Bushaltestelle. Zu viele Menschen. Viel zu viele Menschen. Ah, ja, ja. Das Problem an der Sache ist, dass wir momentan noch nicht genügend Trams haben, die uns dabei helfen könnten, hier den ganzen Verkehr abzufrühstücken. Das wäre sonst ja auch nochmal ein enormer Vorteil. Aber die Trams, die es mittlerweile gibt, die sind auch nicht wirklich besser als Fahrzeuge. Da müssen wir mal warten, bis eine Dampftram rauskommt und dann können wir hier auch mal mit dem Straßenbahnbau anfangen. Aber zum momentanen Zeitpunkt ist es, glaube ich, noch nicht so ideal. Ja. So, hat sich denn hier oben mittlerweile mal was getan? Nein, das ist noch der alte. Und ihr seht, hier, unsere Balduin, die kommt der anderen Lok ganz schön gefährlich nah. Die muss dringend aktualisiert werden. Ich hoffe mal, dass wir da dann demnächst das Geld dafür zusammen haben. Aber immerhin, unsere Balduin nimmt noch relativ viele Leute mit. Straßenfahrzeug. Güterbergelay Innerort braucht auch mal neue Fahrzeuge. Da reicht's mir aber schon, wenn ich hier die alten Pferdefuhrwerke nehme. Ich meine, die muss ja nur die Güter, die hier am Hafen ankommen und die ich nicht von selbst verteilen, im Ort verteilen. Von dem her ist es jetzt nicht so wichtig, dass da große oder schnelle Fahrzeuge draufkommen. Was haben wir hier eigentlich in Berkeley für eine Linienbenutzung? 62% ausgezeichnet! Ist doch mal super. Ja, und an der Spitze natürlich der Mesa. Mit 79%, das ist einfach Wahnsinn. Aber Güter anliefern könnten wir noch mehr. Aber, ihr seht, die neuen Fuhrwerke, die schaffen es halbwegs hier, die Güter abzutransportieren. Und von dem her, das ist doch ideal. Ja, 4 von 5. So, und was sagt ihr hier jetzt? Details, versuche mehr Getreide abzutransportieren. Wenn du uns mehr geben würdest, dann würden wir das machen. Also, der sollte demnächst mal merken, hoppla, unser Getreide, das wird abtransportiert. Produzieren wir doch mal mehr. Ja, super, jetzt geht er wieder. Warum? Kommt hier drüben der Abtransport? Oh. Moment. Fahrzeugersatz. Da wählen wir auch nochmal die normalen Pferdefuhrwerke für aus. Und hier gibt's Stau. Das ist gar nicht gut. Weil die sich alle über ein und dasselbe Ding quälen. Das ist natürlich mal mehr als suboptimal. Was wir hier auch machen könnten, wir könnten das... Nein, können wir noch nicht, weil das Ding noch nicht verfügbar ist. Sonst hätten wir hier noch eine dritte Verladestation ranbauen können. Momentan hat es ja nur 2. Okay, aber das ist ungünstig, wenn es hier zu einem Stau kommt. Das ist vermutlich auch das, was die drüben bemängeln. Das heißt, ich baue hier gerade mal nochmal ein weiteres Güterterminal hin. Und verlege dann hier die Linien, also den Getreidezubringer, verlege ich mal nach hier drüben. Und dann verlege ich auch noch den Hafenzubringer darüber. Der fährt dann auch hier rum. Und dann sollte sich das mit dem Stau relativ schnell behoben haben. Theoretisch. Ja, jetzt werden hier auch schon die ersten Brote rübergebracht. Zur Abholung. Und du darfst eigentlich gerade mal wenden. Und hier das Brot mitnehmen. Wenn du da schon runterfährst. Wenn schon, dann richtig.
Okay. Dann haben wir mittlerweile das Geld. Aber die Lok ist noch nicht aktualisiert. Ich vermute mal, das liegt daran, dass ich hier auf der Mesa-Bahn den Fahrzeugersatz auf 100% gestellt habe. Das sollte man natürlich auch gleich mal ändern, damit der Zug endlich aktualisiert wird. Ich vermute einfach mal, der hat sein Lebensalter noch nicht erreicht. Und von dem her stellen wir das gerade mal um und dann geht's hier mit einem deutlich kleineren Takt und einem deutlich größeren Kapazität weiter. Zwischen Mesa und St. Paul. Ja. Das wäre ja schon mal ideal. Ja. Ihr seht, hier, der ist so viel schneller. Der wird hier vorne dann auch wieder warten müssen. Ich hoffe mal, der aktualisiert sich jetzt. Ja, danke. Danke. So, 100% wieder. Und dann können wir den hier gerade mal kurz anhalten, damit die sich wieder halbwegs austanken. Beziehungsweise, wir lassen ihn noch in den Bahnhof reinfahren. Lassen ihn hier dann warten. Und ihr seht, beide Züge sind voll. Es wird ein Riesenumsatz, den wir mit denen erzielen können. So, der andere Zug ist jetzt auch schon gleich im Mesa drüben. Dann können wir den hier wieder loslassen. Und der Takt hat sich... Ja, noch hat er sich nicht geändert, er wird sich aber... meiner Vermutung nach auf 4 Minuten runter ändern. Und auch unsere El Monte Railway braucht dringend ein neues Fahrzeug. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das war's für heute. Beziehungsweise, es war's noch nicht. Heute kommt vermutlich noch eine zweite Folge raus, so wie gestern. Aber mit dieser Folge war's das erstmal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst mir bitte ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.